Wo denn wo? In den Berg drin oder? Wo finde ich diese verschissenen Gegner? Ich habe absolut keinen Plan. Handbuchseiten. Gibt es noch Spinnennetz und Nester? Güter versteckt. Schatzgewölbe. Eine Trollhöhle in der Nähe von Hogsmeade. Eventuell. Etwas anderes geeignetes. Schatzgewölbe. Straßengüterversteck. Stralbau. Gibt's noch Handbuchseiten? Da bin ich mal gespannt drauf. Zweifellos schon lange verlassen. Gibt es noch ein paar Gegner? Oh nein, Spinnen. Was ist denn der Spinnen? Widerlich. Noch nicht neues Level. Interessante Ruine. Ein paar Ballons durchfliegen. Nein, nicht.
fetten Kern, der offensichtlich von Testralen geführt wird, aber wir sehen. Oh, sehr schön. Der Ausbruch erwartet auf uns. In den 34. Yippie. Kurz noch nach Hogsmeade. Wir müssen natürlich nochmal Hogsmeade Besuch abstatten. Schon mal auf dem See noch und Kurven. Der Kurzexpress ist leider gerade nicht da. Der fährt hier nur am Nachmittag. Nein, ich schwöre, ich werde Ihre Zeit nicht verschwenden. Ich bin sehr dankbar für diese Gelegenheit. Also gut, was hast du da? Warum bewegt sie sich? Was? Die also? Tasche, sie zappelt. Was ist da drin? Doch keine Ratte. Nein, es ist ein Niffler. Was soll ich mit einem Niffler? Er ist gewieft. Er hat mich bestohlen. Ein Niffler hat dich bestohlen? Damit will ich sagen, er ist ein Naturtalent, ist sein Gewicht in Gallionen wert. Na dann los, zeig ihn mir. Ich Wenn muss du meine wohl... Zeit verschwendest. Au! Ich würde niemals Ihre Zeit... Er hat mich gekratzt. Komm schon, du Klein. Nicht meine Ratte komm, im schon, Griff. Wo bist du? Wenn ich deine Ratte erwische, ist sie ist tot. Hast du Ratte. Tot. Und jetzt raus. Ich schwöre, ich... Amateur. Also ich würde sagen, auf nach Hogsmeade. Im Bahnhof raus. Ach ja, und kurz Legacy. Das ist schon ein großartiges Spiel. Tut Regier wäre recht weh, das abzuschließen. Aber wir sind durch. Es gibt. Wir fliegen inzwischen noch durch die Welt und. Schalten einzelne Banditenlager aus. Keine Sidequests mehr, keine Hauptquests, keine Beziehungsquests. Es ist. Tja. Irgendwann ist es Zeit zum Schluss machen. Auch wenn das heißt, dass der heutige Stream ein bisschen kürzer ist. Ganz schön Umweg gelaufen. Dafür, dass wir vom Bahnhof aus von der anderen Seite kommen sollten. Hogsmeade. Schönes Wörtchen. Den Herrn Poseidon werden wir, glaube ich, jetzt mal ignorieren.
Doch ein bisschen außerhalb von was? Außerhalb von Hogsmeade. Hier waren wir so gut wie noch nie. Also an dem können wir auch nicht verkaufen. Immer schön, ein bekanntes Gesicht zu sehen. Schauen wir uns mal an, was wir haben. Einmal verkaufen. Lassen Sie mich wissen, wenn ich Ihnen anderweitig helfen kann. Das würde ich nochmal machen. Wenn wir es gerade nicht brauchen. Jemand in die drei Besen reinschauen. Wird seine neue Umgebung im Eberkopf zu schätzen lernen. Ich wollte schon selbst umdekorieren, bevor sie aufgetaucht sind. Aha. Das ist ein Gemälde, haben wir ja zum Umquartiert. Simona ist auch nicht ganz undankbar. Hat am Tag des Trollangriffs in Hogsmeade seinen Meister gefunden. Das Dorf steht tief in ihrer Schuld, weil sie uns von dem Monster Harlow befreit haben. Alfred Lawley ist nicht sehr erfreut über den Einbruch. Ich tue so, als hätte ich die Gerüchte über ihre Beteiligung nie gehört. So, mach's gut, Simone. Und war mir eine Ehre. Ollivander, mein Guter. Hier haben wir unseren Zauberstab bekommen. Unsere Zauberstäbe. Ah, wie schön, Sie wiederzusehen. Albiwix, der Wesenverwissungsstäbe. Na, wonach suchen Sie heute? Danke fürs Vorbeischauen. Jetzt brauchen wir auch kein neues Wesen. Bis bald. Bei Zonkurs waren wir auch viel zu selten drin. Rebellio. Schenkt die sich von selbst verpacken. Box. Don't push. Aha. Großartig, fantastisch. Ja, Schloss aufschließen.
Revelio. Handschuhe. Hübscher Balkon. Wie könnte man sich die Haare schneiden lassen? Katze. Katze streicheln. Gesicht ändern haben wir nicht gemacht. Und wozu? Pippins Zaubertränke. Hallo! Sie sind also auf der Suche nach Tränken, ja? Was hast du heute? Die Zutaten haben wir eben zum Glück alle schon abgekauft. Ich meine, wir haben auch alles. Den haben wir am wenigsten, können wir aber auch selbst brauchen. Wie ich höre, haben sie im Wald einen... Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Schade, dass das jetzt geskippt hat. Ja, er hofft, wir sehen uns bald wieder. Ja, das ist... vielleicht traurige Nachrichten. Vielleicht privat, wenn ich das nochmal spiele. Irgendwann. Einfach unerhört. Ja. Er ist auch noch hier. Auf ein Butterbier im Leberkopf. Mein Rat bei unangenehmen Angelegenheiten. Nicht mal die Liebe. Mein Butterbier. So, war dann... Mr. Sonntagsstart. So, den muss ich auch nochmal hin. Na, ob du für uns vielleicht noch eine... eine schöne, hübsche Robe zum Abschluss hat. Guten Tag. Kommen Sie rein und sehen Sie sich um. Wenn Sie Schokofrösche gegessen haben, fassen Sie bitte nichts an. Wir haben heute viele Waren. Lassen Sie sich Zeit. Sieht aus, als wäre es nur für Sie gemacht. Naja. Ach du Schande. Fliegt die Hexe gut? Hören wir doch gerade an. Sieht aus, als wäre es nur für Sie gemacht. Naja. Verzierte Kobaltblaue Übermantel. Den tragen wir doch gerade. Level 35. Okay. Das tragen wir noch wirklich. Was bringt's jetzt noch?
Basis zur Beherrschung. Erhöht die Reichweite von Revini. Ja, das hätten wir früher benötigt. Jede Katze, die ich über den Weg gelaufen bin, zu streicheln, das habe ich auch sehr erfolgreich geschafft in diesem Let's Play. Ach ja. Den Bohnentopf nochmal reingucken. Nochmal spenden. Explodierende Bonbons. Süßigkeiten explodieren beim Verzehr, auch wenn sie ja keine schweren Verletzungen verursachen. Sollte man sie dennoch vorsichtig kauen. Flammenbonbons. Kappa-Imps. Wattenautomat. Ach ja. Hallo Homura. Das dürfen wir natürlich nicht stehen lassen. Ja, die Kleidung ist jetzt irgendwie. Mit Zonklus können wir nichts verkaufen. Ah, wie schön, Sie wiederzusehen. Na, wonach suchen Sie heute? Danke fürs Vorbeischauen. Hoffentlich bis bald. Zum nächsten Heiltraum der Wünsche. Lassen wir noch die Tierwesen frei. Dann statte ich noch dem Hufflepuff-Gemeinschaftsraum einen kleinen Besuch ab und dann. Jetzt auf zur großen Halle. Wo wir die Abschlusszeremonie uns anschauen werden. Och, wisst ihr was? Ich hab's eigentlich gar nicht eilig. Aber bei der Gelegenheit. Und komm zurück nach Hogwarts. Gucken wir auch nochmal den Hufflepuff
Das hat schon bessere Tage erlebt. Ach, jetzt zum Kühlschrank wollte ich nochmal. Zumindest mal auf die Werte gucken. Eine Runde fliegen, weiß ich nicht. Ja. Wie sehr ich Hogwarts Legacy gesuchtet habe, das war echt. Einen Monat haben wir das gestreamt. Vom 10. bis zum, vom 10. Februar bis zum 10. März. Jede Ecke von Hogwarts, Hogsmeade und auch die ganzen Map, die ganze Umgebung erkundet. Nehmen wir noch zum Quidditch-Feld. Ehre, wem Ehre gebührt. Du fliegst ziemlich gut. Danke, danke. Wenn wir auf die besten Liste gucken. Aha. Wir sind aber noch nicht auf Platz 1. Gegen sie haben wir doch aber gegen... Wir haben doch gewonnen in dem Kampf. Rennstart, da machen wir noch ein letztes Rennen. Bezweifle, dass ich das jetzt schaffe, die Bestzeit. Aber auf geht's. Irgendwie hat der Besen diese Macke, dass er geschafft. Am Anfang immer mal kurz stehen bleibt. Fliegen wir noch eine schöne Runde durch die Ländereien von Hogwarts. Oh, das geht nicht so gut. Da war ich etwas unaufmerksam. Ein Schloss muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Das macht richtig Spaß. Nochmal ein Hogsmeade vorbei. Wenn das kein toller Abschluss ist. Kacke, nee, das werde ich nicht gewinnen. Perfekt. Der zwei verpassten Ring. Bisschen schade, dass sie hier diese Puppe eingefügt haben. Na, die Strafzeit werden wir hier. Wir würden es rauskicken. Aber wir haben unsere Zeit verbessert. Das können wir doch nochmal versuchen, oder? ...1,38. Das war so, das ist so dicht. Na komm.
jetzt, wo es nicht mehr so geht. Sekunden werden wir doch wohl noch starten. Nein, er geht immer daneben. Das macht richtig Spaß. Das ist schon viel besser. Geschafft. Hat das jemand gesehen? 35, okay. Das kann noch besser. Ich glaube, vorher war nur 1,38. Na gut, die sind 3. 124.012. Oh, Kacke. Wenn ich hier alle Blasen verpasse. Kann das nichts werden. Man muss die Blasen schon irgendwie ein bisschen mitnehmen. Und das hier. Und Geschwindigkeit aufnimmt. Das macht richtig Spaß. Haben wir schon überholt. Wunderbar. Na komm. Ab ins Ziel. Nice. 1,29. Nur die beste Zeit. Geknackt. Na gut, die sind 3. Fantastisch. Da ist es. Verdienter erster Platz. Ungeschlagene Königin des Besenrennens. Das muss jetzt nochmal sein. Das hat jetzt nochmal gesagt, das muss jetzt nochmal sein. Ein triumphaler Sieg. Dann auf zum Raum der Wünsche. Wenn wir noch durch den Brunnen tapsen.